Was habe ich hier nicht für Titel? Jetzt los, bomb die weg, Alter! Okay. Okay. Entschuldigung. Los jetzt, bomb! Jawohl, erwischt. Oh shit, ich habe keine Kugel dabei. Die schlucken. Ich bin drüber geschossen. Alles gut. Ist einer unten und macht die Löcher bei uns heile? Ja, ich gehe runter. Okay, da, perfekt. Ich halte direkt da den Raum. Ich brauche Kugeln, ich brauche noch Kugeln. Ja, alles gut, ich brauche noch Kugeln. LOL. Ich brauche noch Kugeln. Ich finde keine Kanonenkugeln. Rote Busse. Hinten links. LOL. Da steht leere Kanonenkugeln. Ja, wir wurden gerade verflucht, glaube ich. Ja. Wir können nur gerade abkehren davon. Klar, die Kanonenkugel und... Oh shit, der war voll drüber. Okay, wir haben jetzt erstmal... Hat wer noch Kanonenkugeln im... Inventar? Können wir wieder nicht nehmen. Ja, es geht wieder. Nicht. Ah. Sie schlucken wie billige französische Mädchen. Ich hoffe, das leider nicht in Frankreich. Nein. Das sind normale Skelette, weil wir. Du geh doch weg, oh, was ist das? Mach sie weg! Endtime! Endtime! Endtime, die gerade? Ja! Endtime! Scheiße. Oh shit. Macht das schon. Ich ramme uns fest an den. Geht nicht. Doch, geht. Anker lichten. Hab den Captain. Lichte den Anker. Ich hab sie. Ich zieh sie ran, Leute. Lichte den Anker. Ich hab noch eine Idee. Die dann reißen die ab, glaube ich. Ich muss mal gucken, dass das Boot nicht untergeht. Scheiße. Ja, alles safe noch. Mann, ich kann schon wieder nicht an unsere Kanonenkugeln. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, ich auch. Nicht die Löcher stopfen. Alles gut. Ich bin noch da. Ich zieh die trotzdem ran, Leute. Könnt ihr die mal wegmachen da drüben? Immer sofort. Bin tot. Erik, auch hier. Tot. Ja. Mann, ich wurde totgeschossen. Ich bin allein auf dem Schiff gerade, weil ihr mich verarscht. Wie kannst du es wagen, nur zu sterben? Alter! Laura, wir sind gleich da. Frau E. Ich zieh die gleich ran, ich zieh sie wieder ran. Kommt ran, ihr Penner! Erik, ich glaube, da kommst du nicht mehr ran. Oder? Die stehen noch. Laura steht, Laura steht. Aber es muss sich irgendwie um die Dings kümmern. Um die? Kaum die Säue. Ja. Die Löcher sind nicht da. Ist alles gut. Eins da, aber das ist über Wasser. Ey, können wir mal weiterfahren? Wer hat denn den Anker gelichtet? Das war eine Kackidee. War die Kugel. Die Kugel von denen. Gleich sind wir da. Ja. Ich versuche da gleich mal rüber zu gehen mit dem Sprengfass und das da zu zünden. Ja, beste Idee. Sehr gut. Das heißt, wenn wir ranholen und dann, okay, ich bin auf dem Schiff, Laura. Ich werd uns mal, nicht den Anker richten, oder? Da kommt da jetzt noch eine andere Galeone, Leute. Never. Oh shit. Verpisst euch. Ich muss erstmal Löcher stopfen hier. Das ist jetzt echt ungünstig. Ja, macht ihr mal Löcher. Oh Gott. Ich hab's echt gar keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, die Wichser haben jetzt keinen Bock, ne? Die werden uns bestimmt richtig zerstören. Nee, deswegen. Wir bekommen Wasser rein. Deswegen. Anker hoch, Leute. Ist doch schon hoch. Der Anker ist oben. Sehr gut. Wo denn eigentlich? Schippe, du musst Heile machen. Erik, wäre gut, wenn du unten erst Heile machst. Ist unten. Ach, unten. Ach, stimmt. Scheiße. Ich geh schon.
Immer erst unten. Warum ist nicht so wichtig? Ist, wenn man so ich vergesse mal, dass wir hier unten noch einen Stockwerk haben. Jedes Mal. So, wo ist das Geisterschiff? Hinter uns. Da drüben. Die beschießen uns noch. Nicht an der Insel fahren, Leute. Einer will euch. Fahrt mal ein Stück nach rechts. Fahrt mal ein Stück nach rechts. Fahrt mal weg von denen. Anton, du hast dich auf einmal so anders landen. Ich hab ein Geisterschiff wieder hin. Ja, Inge, weil ich das Mikrofon von Inge im Chat hab, um den zu dir rüber zu brüllen. Achso. Ja, Anton, wie sieht dein Steuerrad aus? Ist noch alles dran? Alles dran, ne? Fahrt mal dem Geisterschiff hinterher, das haut ab da hinten. Ah, da wird links aber noch Spieler hinter uns. Scheiß doch auf die Spieler. Werden, weißt du, die uns handpitchen? Sorry, das Schiff hat einen großen Wendekreis. Ich drehe, ich hab schon volle Kraft eingelenkt. Ja, das dauert kurz. Wir haben nicht mehr viele, wir haben gar keine Kanonen mehr, ne? Mal googeln. Doch, wir haben sparsam. In den beiden unteren Fässern eigentlich noch welche. Da sind noch welche. Was Shit, los, die sind echt leer. Ja, natürlich ist alles leer. So. Wollen wir uns ranziehen und die einfach töten, uns den Schatz nehmen und abhauen? Müssten wir halt so aufs Schiff springen und die beklauen, ja. Ja, einer bleibt bei uns, dass die uns nichts klauen können. Ich bleib hier, ich zieh uns ran. Ich geh mit rüber. Sind auf jeden Fall zu dritt, glaub ich. Versuch mal einen von denen runterzuziehen vom Schiff. Ich komm nicht ran, Erik ist zu weit weg. Ja, ich bin gerade eingeladen. Erik ist zu weit weg. Links einrenken, dann links einrenken. Da stehen wir am Lenkrad. Ah, ich kann nicht. Es ist zu weit weg immer noch. Nichts machen. Also bitte nicht seitlich zu dem fahren, das ist echt ungünstig. Ja, Entschuldigt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Einer ist down? Ich geh rüber. Ich steuer das Schiff woanders hin. Geh mal durch den alten Laura. Jawohl, nice. Nehmt die aus, nehmt die aus. Los, 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 los. Holt euch das weg. Haben die was überhaupt? Leute, geht unser Schiff. Denn ihr Schiff geht unter, ja, nice! Da sind in denen ihre. Die haben nichts, ne? Aber egal. Die gehen unter. Oh, das Obst! Das Obst! Leute, ab ins Beiboot! Unser Schiff geht auch gerade unter. Oh ja. Ich bin auf dem Weg Beiboot. Unser Schiff Leute, geht unter. Kommt ins Beiboot. Unser Schiff geht gerade unter. Ah, warte mal. Bist du mit rüber gesprungen, Mattis? Ja. Ich hab doch gesagt, mit rüber. Ich war auf dem Schiff, ich war auf dem Schiff, ich war auf dem Schiff, alles gut. Nein, ich bin gefangen im Schiff. Ja, es ist nichts gut, du stirbst doch gerade. Nein. Unser Boot. Achso. Doch, du bist gerade untergegangen. Ja, ich bin auf dem Beiboot, Leute. Tja, das ist schön. Das ist schön, Erik, aber unser Boot ist gerade untergegangen. Ja. Das ist ein bisschen blödlaufen. Du sollst doch nicht in unser Beiboot springen. Ich meinte, die bei uns sind, sollen ins Beiboot springen, dass wir zu euch rüberkommen. Egal, wir können unsere Schätze aufs Beiboot packen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die bleiben. Ja, dann sind die Schaluppe fickt, ne? Ups. Ich hab auch ein Beiboot. Hier, die Schätze sind gerade hochgekommen, Erik, komm. Entweder unter... Dann halt. Ich hab grad ein Schwert getötet. Leute. Wo sind denn jetzt die scheiß Schätze, Alter? Hier, die sind genau bei mir. Bei Erik. Den Beibooten. Aua. Oh. Leute, hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Leute, kann ich ins Boot rennen. Der kann ja eh nichts machen, was will er machen? Ein Schwert angreifen. Warte. Ich sehe keinen Gegner. Ich auch nicht. Dicker ohne. Vielleicht direkt besser nicht, wo du bist, Anton, aber. Anton ist lost. Irgendwo im Nirgendwo. So, sind nur ich und Erik gerade hier? Habt ihr jetzt die Schätze jetzt auf dem Beiboot? Ja. Bin ich vorbeigefahren. Alle Schätze. Oder wenn ich halt beim neuen Schiff spawne. Ich bin gerade am überlegen, wo die sein könnten. Erik, Anton, ich bin schon auf dem Schiff gespawnt.
Ich glaube, wir waren noch beim... Aua, ich hab gerade aus Versehen ins Wasser ja, Erik ist wahrscheinlich jetzt gleich bei euch auf dem Boot. Ja, ich bin nämlich gestorben. Versucht zu überleben. Das ist die große Insel links vor uns, Mathis. Ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. Ihr kommt für dich, Laura. Da sehe ich doch ein Boot, Mensch. Ist jetzt schon. Ah, Mathis ist immer noch das zurückgelassene Beiboot. So, gut. Das kaputte. Arschweit gefahren. Es ist jeder jetzt noch ein Boot. Das. Boote gesehen, da hinten bei der anderen Insel, die hinter uns liegt, da war auch noch eins. Ich glaube, das ist von dem anderen. Verarscht. Genau, schieß mal deinen eigenen an. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Dann zieh den Segel ein, Alter. Oh. Steh nicht so blöd rum und zieh den Segel arbeiten. Ein. Arbeiten, Erik. Entschuldigung. Gesundheit. Mein Boot schwimmt weg. Zieh mal durch, Anton. Kommt zu euch, Leute. Ist gut. Oh, jetzt kommt irgendwann wieder den Sturm heranfahren. Oh. Hört sich an, Sturm. Als wenn jetzt irgendwas kommt. Nicht das auch in der nächsten Folge. So, ja. Das war eigentlich auch schon Antons Verabschiedung so gesehen. Da rechts ist ein Schiffswrack, da rechts ist ein Schiffswrack. Wollen wir das holen? Jetzt mit einem. Müssen wir das ist Sturm. Sturm ist gefährlich. Bei Gewitter geht man nicht baden, liebe Kinder. Macht das nicht nach. man hat auch keinen Regenschirm offen oder irgendwelche Segel. Und. Ja, ich würde sagen, wir beenden hiermit die Folge. Sorry. Ich hoffe, Folge 6 hat euch auch gefallen. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo auf diesen Kanal, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Aktiviert auch gerne die Glocke. So erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge online ist. So, wir werden jetzt Aufnahme 7 starten. Ich verabschiede mich für euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Und Anton? Noch weiter rechts. Noch weiter rechts. Okay. Der den Sturm reinfahren, so richtig in den Start machen, wo alle am Schreien sind, weil das Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Sea of Thief. Ja, wir sind wieder am Start mit der Piratencrew, immer noch im Sturm. Also, ja, noch nicht ganz im Sturm, aber wir haben schon ein bisschen Regen. Mit dabei wieder. Der anfängt sich so langsam. Jetzt kannst du ihn gleich rausnehmen. Warte noch kurz. Wenn er so ein bisschen anfängt, bräunlich zu werden, dann kannst du ihn nehmen. Ah, okay. Ja, ja, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie der Fisch aussehen muss. Und zwar genau so. Ist aber auch Kugelfisch, sind die nicht giftig? Na ja. Ich, wenn ich die brate. Da sind sie nur seit. Ah, jetzt habe ich hier noch so ein Schild neben meinem Totenkopf. Symbol. So, wir sind jetzt auch schon. Gerade grün gefärbt, ne? Ja, das hat sich halt grün gefärbt. Links neben dem Totenkopf. Ist, wenn du jetzt Schaden nimmst und außerhalb des Kampfes bist, wirst du geheilt. Na, ist doch sehr sauber. Oh nein, da hat irgendjemand eingelenkt. Oh. Ich werf den Hai auch nochmal auf den Grill. Genau, wir werden jetzt unsere Schatztruhen verkaufen, damit wir uns auch mal wieder in den Kampf starten oder stürzen können. Ohne Angst haben zu müssen, unsere Schätze zu verlieren. Der letzte Kampf war leider nicht so gut, ist nicht so gut ausgegangen. Wir haben zwar unsere Schätze wieder, aber unser Schiff einmal verloren, dank meiner Wenigkeit. Entschuldigung, ja, im Sinne der Anklage. Alles gut. Die Rechnung kommt per Post. Eingelenkt. Nutzt einen coolen Drive. Auf jeden Fall bringen die anderen Missionen mehr Kohle, ey. An den Gingensinseln. Ja, ich habe auch nur 750 bekommen. Na, ja, dass die halt zweimal abgegeben wurden, das ist das für den Ruf. Weil ich habe eine andere Truhe abgegeben. Ja, ich habe gerade eine Truhe des Captain. Zweimal die. Achso, direkt hintereinander oder was? Also. In einem LT. Probier's mal. Dann mach mal die Säge hoch und dann. Oder lass mich probieren. Genau. Das kann ja auch mit rechts raus. Ja. Tschüss. Was ist los?
Segel hoch. Oh, falscher Schwanz, sorry. Geht nicht. Nicht Segel, Anker hoch. Ja, genau. Ich geh da mal ran. Oh, schön. Oh, oh, oh. Das Safe, ich kann ja stoppen. Nicht schlecht. So, besser? Oh, bin reingehüpft. Ich bin trotzdem daneben gehüpft, obwohl wir direkt daneben stehen. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, das kann man doch gar nicht hüpfen. Aus. Jetzt sieht das wieder schick aus, so. Ist noch wer daneben? Oh, ich hab's drauf geschafft. So. 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 Und wo habt ihr jetzt den Piratenschädel gesehen? Den Rachel? Weiß ich auch nicht, wo die. Der war doch hier gesehen. Im Sturm war der da gerade bei der Inn-Insel. Vorbeigefahren, habe ich den nicht gesehen. Der bleibt halt nicht ewig da, ja. Da, hinter uns. Ja. Hab ich gar nicht gesehen, lol. Ab, dann eindrehen, volle Kanne und dann geht's los. Ich dreh. Das eine dreht schon. Gut. Müsste die Insel da vor uns sein direkt, ne? Also. Beim Cliff dann quasi. So Leute, jetzt geht's ab auf den Insel-Raid und ja, schauen, was uns da erwartet. Erstmal müssen wir uns hier hinter der Insel verbarrikadieren und an Land gehen, oder? Wir gehen auch an Land. So, ich hole mir schon mal Kanonenkugeln. Wir müssen dann bloß einmal in die Türme rein, da steht ein Skelett. Vorsicht, Kugel. So. Ich bin da gleich ein Anker lichten, ne? Fuck daneben. Anker. Wo sind sie denn jetzt hier? Jetzt halt der Sinn von dem Raid, dass jetzt verschiedene Wellen von Skeletten kommen und die müssen wir vernichten. Und dann kommt irgendwann am Ende ein Boss, der lässt. Oder kommt der lässt was fallen. Nächste Welle. An Totenschädel. Hier sind sie. Die mit den roten, ne? Oh. Ja. Hier sind die mit den Wasserdingern, die dürfen nicht ins Wasser. Die Stärke. Boah. Ich hasse die Dinger, ne? Au! Oh. Muss man es heilen? Oh. Ja, ich auch. Alter. Ach, scheiße. Warte, Sprengmeister wieder am Werk. Das sind auch so schöne Sachen, die werden durch eine Explosion getötet. Ich kenne es eigentlich vom Boot aus, ja. Ich kenne es auch vom Boot aus, dass man eigentlich dann kämpft. Aber hier ist die Insel halt nicht so gut dafür. Aber kommt hier runter. Schön ins Wasser. Zum Wasser. Die knarren so ein bisschen. Hier oben sind welche. Das sind ja sehr Belohnviecher. Das sind normale wieder, ja? Belohnviecher, sagt er. Ja. Oh, ey. Oh. Das Game mit diesem schweren Angriff ist voll nice. Easy, Leute. Wo kommst du denn her? Sehr schnell gemacht. Boah, Leute, was sind das für Skelette? Die muss man anleuchten mit der Lampe. Moment. Licht. Achso. Das ist im Haus. Gott, hier oben sind ja auch welche. Das ist Obst im Haus. Ich sitze auf der Insel. War den Fächer, wo wir angerannt haben. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde sterben. Mann, das ist auch tot. Unser Boot rennen. Ich bin ziemlich geschwächt gerade. Ich brauch Obst! Ich glaube, du bist alleine auf der Insel, Anton. Ja! Obst! Nein! Ja, ich bin müde. Ich hab Obst. Ich bin da. Ja, Anton, ich bin da. Ich bin da. Ja, komm, ich helf dir. Hier, der Dude. Ah, Hammer. Easy! Kann ja gar nicht. Vielleicht doch easy. Echt mal, was könnt ihr eigentlich? Nächste Welle, Leute. Boah, Alter. Der war aber schnell. War gerade auf dem Meter. Wir sind unterwegs. Hinter dir.
Ich hab das Gefühl, diese Weißen, glaube ich, einfach nur so eine Rauswerfviecher, ne? Also gefühlt wie so eine Zwischenwelle, bevor die eigentlichen kommen. Ja. Rauswerfviecher. Kanonenfutter. Kanonenfutter? Ja, Kanonenfutter, viel besser. Danke. Krieg von denen gefühlt gar keinen Schaden. Oh shit, ich hab ein Explosionsfass. Aura gibt an mit ihren Schwertskills. Ja, total. Explosionsfass, lässt du mal bitte für die goldenen. Ja, mach ich auch. Ah, hier sind noch mehr Explosionsfässer. Wie viele Wellen noch kommen? Also ich hatte irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 goldene Wellen und zweimal diese Schattenskelette. Ich weiß nicht, ob es mehr sind, wenn wir jetzt... Ja. So 14, meinst du? Bitte. Ich hab halt ewig lange dafür nochmal gebraucht. Nochmal normale. Oha, der hat mir 3-mal gegeben, die Brücke. Boah, so nicht, mein Freund. Mal Obst essen? So. Ist hier noch was in den Fässern drin oder habt ihr schon alle geplündert? Hier ist gefühlt alles geplündert von den anderen. Die unteren sind schon echt deutlich leer. Oder sehr leer. Und die Viecher mit den. Es kommen nochmal die Pflanzen. Boah, hinter mir. Boah. Hier oben auf dieser Arena spawnen die eigentlich immer alle. Lol. Na, was für eine Arena? Ganz oben auf der Insel. Bin ich gar nicht, bin hier unten, dümpel ich rum. Im Normalfall, glaube ich, spawnen die alle bloß hier. Da kommen, glaube ich. Kommt da jetzt? Normale. Alle oben runtergesprungen. Nee, das sind wieder die Algenviecher. Gehen wir doch mal in die Arena. Verkaufen euch keine Krabbenburger, geht weg. Eine Arena, das ist ja krass. Na, sieht schick aus. Such einfach auf den höchsten Punkt von der Insel zu kommen. Ah. Ich bin doch in der Arena. Wir sind da. Ist gut. Das ist geschafft. Die sind immer hier oben, kommen die von den oberen Etagen. Ja. Haben wir viel Platz da oben? Boah, ich bin runtergefallen. Doch nach oben. Wo jetzt noch welche aus sind auch noch welche. Oh ne, jetzt wir alle die, oben. Nicht mehr. Die goldenen. Oh ne. Ja, hier oben ist ja echt gar kein Platz. Sind das die goldenen wieder? Meint nichts zum Nass machen gerade dabei, oder? Das regelt. Easy. Da noch ist auch noch ein Explosionsfass. Ja, das habe ich da hingelegt. Kannst du ruhig. Und doch die goldenen jetzt, oder gerade? Ja. Die kannst du mit Mausklick kannst du die auslösen und dann kannst du dann weglaufen. Aber du musst die Dinger später auch gegen den Boss. Ja, aber. Du hast mit dem Mausklick hast du noch so circa 10 Sekunden, da kannst du die besser platzieren und kannst dann abbauen. Ach, hier ist Obst. Geh mal kurz aufs Schiff und hol wieder Munition, ne? Nee, hier unten war auch Munition. Auf der Insel. Ach, wo? Ja. Und noch wo? Weiß nicht, wo bist du gerade? Da, wo wir angekommen sind. Bei Laura und Erik. Hinter dir, genau. Da kommt oben. Ganz hier, genau, was. Über uns. Über uns. Wenn du hier jetzt nach oben gehst. Scheiße, ich brauche Obst. Ah. Was ist dein Obstcenter nur ohne Obst? Ey, Alter, kriegen die gar keinen Schaden, wenn man die jetzt anhaut, wenn die normal sind? Doch, wenn du sie beschießt, kriegen die immer noch ein bisschen Schaden, aber ich glaube. Und das hätte er. Wir haben noch Sprengfässer gehabt. Sinnlos, oder? Also, wenn man die nass macht, sind die ja wie normale Skelette. Halt immer noch ein bisschen viel aus. Nein, ich bin tot. Er hat mir genau in den Kopf geschossen. Ich dachte, er stirbt schneller, als er schießen kann, aber dem war leider nicht so.
Schießt du bitte nicht? Wenn ich den Fasten hatte. Oh, die sind wieder normal geworden, ey. Ertrocken? Ja, nach einer Zeit lang werden die wieder. Mal auf einen Punkt kommen. Skelette. Skelette ansammeln. Wie im Zombie-Modus. Aber wenn die mal ein bisschen anhört, ich hab nur noch einen Fass. Tja. Au. Was ist ein Cliffhanger? Das tut auf jeden Fall. Ja klar, wenn wir den Raid noch machen und das noch abgeben, dann... Alles klar, dann würde ich sagen, werde ich hier erstmal einen Cut setzen und werde dann gleich im Raid wieder einsteigen. So, mitten im Geschehen. Ja, wie gesagt, auch hier 7. Folge wieder vorbei, langsam wieder zum Ende gekommen. Interessante Folge und ja, so erfährt man noch was über die verschiedenen Skelettarten. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich bin damit raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall dann noch einen Daumen da und auch ein Abo auf dem Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin. Ciao. Tschüss.